ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten. Wir wollen ja den Tag heute oder das neue Jahr musikalisch starten. Und ich darf Ihnen vorstellen, Leonie Schmidt, sie ist 16 Jahre alt, spielt seit 10 Jahren Schlagzeug, ist Schülerin der Musikschule und hat ja schon eine Vielzahl von Preisen gewonnen. Den ersten Preis schon mit 9 Jahren war sie Bundessieger, dann 2015 ein internationaler Musikwettbewerb gewonnen, erster Platz 2016. Wiederum beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert einen zweiten Platz errungen. Sie ist ständig Mitglied im Landesjugendorchester. Also ich bin selber jetzt mal gespannt. Wir werden jetzt zwei Stücke hören. Danach werde ich dann ein paar Worte sagen und dann zum Abschluss nochmal ein Stück. Also ich freue mich immer, wenn wir junge Künstler hier präsentieren können aus der Musikschule, die da hervorgegangen sind, die uns dann ja mit ihrer Kunst beglücken. Bitte schön, the stage is yours. Thank you.
Ja, das war wirklich fantastisch und bei den Klängen, da fangen so ein bisschen an, wenn man sich darauf einlässt, die Gedanken zu fliegen. Das ist eigentlich schön an einem solchen Tag wie heute. Ja, liebe Mitglieder, liebe Mitglieder, ja, liebe verehrte Gäste von außerhalb, ich wünsche Ihnen allen jetzt auch nochmal ganz offiziell alles, alles erdenklich Gute zum neuen Jahr 2018. Unser Neujahrsempfang ist ja so ein Stück weit schon eine Tradition am Neujahrstag. Und ich glaube sehr wohl, dass Traditionen ja wichtig sind, gerade in einer Zeit, die mit einer wahnsinnigen Beschleunigung sich bewegt, aber auch in einer Zeit, wo vieles der Beliebigkeit anheimfällt, glaube ich, ist Tradition so ein bisschen ein Ankerpunkt und gibt etwas Beständigkeit. Und ich glaube, das tut uns alle in der Seele und auch im Herzen gut. Und ich freue mich natürlich auch, dass so viele Freunde und auch Partner unserer Stadt von außerhalb heute hier sind. Das ist für mich auch ein Symbol. Ich grüße ganz herzlich aus Bonn, Sizilien und Hermann Seehof. Für die ist eigentlich Wittlich und Hasburg immer auch ein Stück weit Heimat. Wenn ich dann den Bogen weiterschlage nach Trier, dann sehe ich Rudi Müller, der Präsident der Handwerkskammer, der heute hier ist. Das ist eigentlich schön, dass man dann von weiter her auch hier hinkommt. Ich sehe den Commander der Airbase, Jason Bailey. It's nice to have that you're here and you're welcome and a happy new year. Auch da haben wir eine große Verbundenheit. Und wenn ich beim Militär bin, eine große Abordnung der Bundeswehr, die heute hier ist, auch gut. Auch letztlich ging es darum, auch irgendwo wieder Präsenz zu zeigen. Und die Bundeswehr dient unserem Land. Insofern schön, dass auch Bundeswehrsoldaten heute hier sind. Aber genauso herzlich grüße ich auch die Feuerwehr, die heute Morgen schon im Einsatz war, wo es einen kleinen Wohnungsbrand gegeben hat. Also man sieht, es sind also immer wieder Menschen, die sich ja für unser Land einbringen. Und ich freue mich über die Anwesenheit unseres Ehrenbürgers. Ich bin genauso glücklich und froh über die Anwesenheit der Abgeordneten des Rheinland-Pfälzischen Landtages, Frau Wolter und Frau Platzmann-Röckler. Genauso herzlich begrüße ich unseren Landrat Gregor Albes mit seiner Frau, der heute hier ist. Und die Beigeordneten unserer umliegenden Gemeinden, Wittlich-Land, Frau Kranz, der Beigeordnete von Traben-Trarbach, Leo Rechner von Bernkasten. Das ist eigentlich schön. Das ist auch Ausdruck von Verbundenheit. Ich sehe auch hier unsere muslimischen Mitbürger, dass die Moscheegemeinden in unserer Stadt auch hier da sind. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Symbol, was gerade in einer Zeit, wo ja, Religion nicht immer friedensstiftend ist, in dem Namen der Religion viel Unheil geschieht, ist es gut, dass man diese Symbole auch setzt und dass man ja, religionsübergreifend die Dinge betrachtet und sieht. Und das, denke ich, ist schön, dass das an einem solchen Tag auch Ausdruck findet. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass es immer wieder die Verbindungen sind zwischen Menschen, die eine Gesellschaft voranbringen. Das vergessen wir häufig in all der Geschäftigkeit und all der Wichtigkeit, in der wir uns bewegen. Es sind Verbindungen zwischen Menschen, zwischenmenschliche Dinge, wie jetzt auch heute Morgen, wo man sich trifft und wo man sich einfach freut, dass man sich sieht, dass man sich gesund wieder sieht, die letztlich auch den Kitt unserer Gesellschaft darstellen. Und wer aufmerksam in diesem Jahr die Predigt von unserem Papst Benedikt verfolgt hat, Papst Franziskus verfolgt hat, Entschuldigung, und auch die Ansprachen und Predigten von Reinhard Marx und Detlef Strom, aber auch die Weihnachtsansprache unseres Bundespräsidenten, aber auch gestern die Neujahrsansprache der Kanzlerin. In allen Ansprachen, und das ist mir in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen, wurde das friedliche soziale Miteinander betont. Und das hat wahrscheinlich seinen Grund, weil alle irgendwo spüren, dass die Welt in Unordnung gerät. Und dass wir dieses soziale, friedliche Miteinander brauchen, wenn Gesellschaften sich weiter entwickeln wollen. Und das Jahr 2017 war alles andere als solidarisch und friedlich. Und als ich im letzten Jahr hier gestanden habe, habe ich Karl Popper zitiert, der nach dem Zweiten Weltkrieg sein bahnbrechendes Werk geschrieben hat, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und meine Befürchtung, die ich im letzten Jahr hatte, ist ein Stück weit eingetreten. Das stimmt mich jetzt nicht gerade froh. Ich habe so das Gefühl, das ist aber meine persönliche Meinung, dass wir tatsächlich in einer Art Wendezeit leben,
und vielleicht werden Historiker irgendwann sagen, das ist eine historische Zäsur. Weil es ist letztlich so, dass Autokraten in dieser Welt und Populisten, ob in Amerika, ob in Russland, ob in der Türkei, ob in China, von Nordkorea will ich gar nicht reden, aber auch Populisten in Polen, in Ungarn, in Tschechien zunehmend Zulauf finden, mit der Konsequenz, dass unsere demokratische Grundordnung in die Defensive gerät. Also so wie wir Demokratie verstehen, als Gewaltenteilung, als Rechtsstaatlichkeit, Wahrung von Menschenrechten, Volksherrschaft. Und ich glaube, dass wir uns in ein Zeitalter bewegen, ich mag mich täuschen, hoffentlich, wo der Kampf darum geht, um die Systeme, offene Gesellschaft, geschlossene Gesellschaft, Herrschaft über das Volk versus Herrschaft vom Volk. Und das sind in meinen Augen im Moment diese politischen Richtungen, die natürlich uns auch an der Basis tangieren. Und da sind wir auch ein Stück weit alle gefordert. Wenn ich die Wahlbeteiligung in unserer Demokratie sehe, dann ist das auch beschämend. Wir haben in diesem Jahr Landratswahl. Ich bin mal gespannt, wie viele Menschen von ihrem Recht Gebrauch machen, zur Wahl zu gehen. Das halte ich für exorbitant wichtig, dass wir wählen gehen, dass wir von diesem demokratischen Grundrecht Gebrauch machen. Oder dass man sich engagiert politisch, dass man sich aufstellen lässt für Gremien. Ich sehe hier viele Gremienmitglieder, die wissen, dass das so wahnsinnig viel Arbeit ist und nicht immer ist Lohn Dank, sondern es ist oft ein sehr, sehr mühsamer Weg, aber es ist kein Automatismus, dass Demokratie sich abschafft, sondern wir müssen uns engagieren. Deswegen dieser Appell, dass man von dem Bürgerrecht tatsächlich Gebrauch macht, weil sonst kann unsere Demokratie nicht bestehen und dann werden genau die anderen Systeme überwiegen und das gilt es zu verhindern. Ich sehe aber auch noch einen anderen Strang der Entwicklung. Wir stehen am Anfang einer Revolution. Ich spüre es förmlich. Ich bin so ein bisschen noch oldschool unterwegs in diesen Dingen, aber wir bewegen uns in einer digitalen Revolution, die, glaube ich, unsere Welt fundamental verändern wird. Auch unser gesellschaftliches Miteinander wird sich ändern. Wir merken das ja jetzt schon. Jeder hat so ein Ding in der Tasche, wo ich in der ganzen Welt mit kommunizieren kann, hätte vor 15 Jahren kein Mensch gedacht. Ja, wo führt der Weg hin? Ja, hin. Ja, zu augmented und virtuellen Realitäten, wir haben es schon bei biblischer Führung, zum Teil tatsächlich augmented reality, das heißt eine Mischung zwischen virtueller Welt und tatsächlicher Welt schon abbinden. Wir werden uns mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen haben, das macht mir etwas Sorge, weil künstliche Intelligenz ist irgendwann unseren kognitiven Fähigkeiten überlegen. Künstliche Intelligenz hat auch kein Bewusstsein, insofern sehe ich die Dinge da schon etwas kritisch. Und wir leben in einer Welt, wo Facebook, Google, Amazon mehr weiß über uns wie wir selber. Wir leben aber genauso in einer Welt, wo Algorithmen irgendwann unseren Lebensablauf bestimmen. In der Finanzwelt ist es häufig schon Realität, dass Algorithmen Abläufe bestimmen und der Mensch eigentlich nur noch die Konsequenzen dieser Rechenvorgänge zu tragen hat. Ja, das sind letztlich die zwei Hauptstränge politisch und die Revolution, die im Gange ist, die mich im Moment so ein bisschen gedanklich bewegen. Und in diesem Umfeld bewegt man sich natürlich auch als Stadt im Kleinen und versucht natürlich unter diesen Voraussetzungen Zukunft zu gestalten. Ich denke, das ist uns im Jahr 2017 ganz gut gelungen. Wenn ich sage uns, dann ist es tatsächlich ja immer das Zusammenspiel vieler. Anders sind diese Ergebnisse nicht zu erzielen. Das ist keine One-Man-Show eines Bürgermeisters oder eines Rates oder von Ausschussmitgliedern. Das sind ganz, ganz viele. Sie alle, die Sie hier sind, tragen dazu bei, dass wir im letzten Jahr, wir hatten Grundsteinlegung eines wirklich hochmodernen Werkes, Bellinghofen, was hier entsteht, Bettgearbeiter, das heißt, man glaubt an den Standort wirklich. Die Post hat ein hochmodernes Paketzentrum. Hier ist es im Moment am Bau und wir haben andere Betriebsansiedlungen, aber auch in der Innenstadt haben wir Geschäftseröffnungen. Thema Innenstadt, die Politik kann da auch nicht alles regeln. Wir können Rahmenbedingungen setzen. Sie, wir, alle, wir entscheiden, was wir kaufen, wo wir kaufen, wie wir kaufen. Und das sind die entscheidenden Parameter. Wenn wir über Innenstädte philosophieren, dann muss jeder sein eigenes Konsumentenverhalten betrachten. Wenn ich lebende Innenstädte haben möchte, und das wollen wir alle, dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass in diesen Städten, dass wir dort kaufen, dass
wir uns dort bewegen, dass wir den urbanen Raum ausfüllen. Und nur so kann eine Stadt mit Leben erfüllt werden. Das kann kein Bürgermeister anordnen und auch kein Stadtrat bestimmen. Wir haben das Projekt Stadt am Fluss. Auch hier sieht man, wenn Politik beherzt Entscheidungen trifft. Es geht ja nicht ums Verwalten, es geht ums Gestalten. Und man darf auch nicht nur wollen, man muss auch tun. Und denn am Anfang waren da viele kritische Stimmen, aber mittlerweile hat jeder, der sich das Projekt ansieht, weil es wird im Frühjahr fertig sein, wird sagen, das bringt uns als Stadt voran. Ich denke an das Türmchen mit dem kleinsten Museum, wo wir ein bisschen Stadtgeschichte darstellen. Ich denke aber auch hier an die Fassade neben der Synagoge. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das an diesem Ort ist für mich und sollte für uns alle ein Stück weit Mahnung sein, aber auch Leitschnur, wie wir ja miteinander umgehen und wie wir Zukunft gestalten wollen. Und wenn ich die Zukunft blicke, das Jahr 2018 wird eine Vielzahl von Herausforderungen bringen. Ich denke, die Voraussetzungen sind insgesamt gut, trotz der vielleicht anfangs von mir etwas, der Rahmenbedingungen vielleicht etwas negativ klingen, aber vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg, da waren die Rahmenbedingungen deutlich schlechter. Und insofern, glaube ich, kann man schon auch optimistisch in die Zukunft blicken. Wir werden uns damit zu beschäftigen haben, die Innenstadt weiterzuentwickeln. Wir werden uns damit zu beschäftigen haben, ein neues Schwimmbad wollen wir bauen. Das ist eine riesige Investition, das werden wir nicht im nächsten Jahr schaffen. Es wird darum gehen, die Finanzierung irgendwo klar zu machen, auch mit dem Partner Land, dann zu konzipieren, wie das aussieht. Wir wollen das Stadthaus umbauen, ein neues Bürgerbüro, auch hier starten eine digitale Welt, dass wir versuchen werden, auch da den Ansprüche des 21. Jahrhunderts Rechnung zu tragen, um die Kommunikation mit den Bürgern genau auf diese Ebene zu stellen. E-Government, elektronische Akte sind so die Schlagworte, die mich da bewegen. Wir sind mit der Mobilität im Moment dran. Der Rufbus, das sind einige hier, die sich als Testpersonen zur Verfügung gestellt haben. Wir entwickeln im Moment eine App. Wir sind eine Kleinstadt, wohlgemerkt, wir entwickeln eine App, wo der Rufbus dann noch zielgenauer angesteuert werden kann. Die App wird Ende Januar zur Verfügung stehen. Wir werden zwei Busse einsetzen, weil das Mobilitätsverhalten wird sich auch fundamental verändern. Und dem versuchen wir auch in einer Kleinstadt wirklich Rechnung zu tragen, indem wir visionär nach vorne denken. Wir überlegen im Moment E-Cash-Sharing, denke ich. Also das heißt, dass man ein Auto sich holen kann, man leiht das. In größeren Städten ist das schon, gibt es das schon, ist schon fast Standard. Das ist unser Ziel, dass wir das auch hier in Wittlich starten. Also eine Vielzahl von Projekten, nämlich im Moment, die uns alle irgendwo bewegen, die wir auch ein Stück weit vorantreiben werden im Laufe des Jahres und noch vieles, vieles mehr. Also man darf gespannt sein, Wittlich bewegt und Wittlich ist tatsächlich in Bewegung, aber diese Bewegung entsteht halt nur durch uns alle. Das ist nicht, weil da jetzt einer vorne steht, sondern wir alle sind es, die diese Bewegung erzeugen. Und um das stimmt mich eigentlich froh, im Herzen und in der Seele, auch wenn man sich so trifft, dass wir diese Verbindungslinien haben. Und es sind immer Menschen, die etwas in Gang setzen. Und wenn Menschen zusammen etwas tun, dann kann es auch gedeihen. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir hier wirklich verfolgen. Und so ein Empfang ist auch ein Stück weit, dass dieses Gedeihliche miteinander jetzt auch weiterträgt. Insofern freue ich mich, dass Sie alle da sind und möchte das auch damit verbinden, Ihnen allen stellvertretend für die vielen Menschen, die sich einbringen im Ehrenamt. Wenn ich hier reinblicke, kann ich fast über jeden irgendeine Geschichte erzählen und ich käme immer auf den Punkt, dass hier Menschen stehen, die sich in unserer Gesellschaft einbringen, in vielfältiger Art und Weise. Und das stimmt mich innerlich unheimlich froh und das macht mir wahnsinnige Freude und das gibt mir auch die Hoffnung, dass es uns gelingen wird, die Herausforderungen, die das neue Jahr bringt, dass wir die gemeinsam meistern. In dem Sinne sage ich Ihnen alle ganz, ganz herzlichen Dank und ich bin mir bewusst, heute beginnt schon das Morgen. Heute mit der Kommunikation, die wir haben, setzen wir schon Punkte, die morgen etwas bewirken. Und in dem Sinne möchte ich mit Ihnen gemeinsam das Glas auf ein gutes Miteinander und ein gutes Jahr 2018 erheben. Vielen Dank.
Das war ganz, ganz toll. Das letzte Stück hieß, glaube ich, A Minute of News. Und darum geht's jetzt. Wir können jetzt wunderbar News austauschen. Ich freue mich auf Begegnungen, auf Gespräche und sage nochmals Ihnen allen von ganzem Herzen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Mittun in unserer Stadt Wittlich, für die Stadt Wittlich. Das tut Ihnen unheimlich gut und das erzeugt Wärme und ein tolles Gefühl. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Zuhause. Neben mir steht jetzt die Leonie Schmidt, die uns heute Morgen am Neujahrsempfang mit ihrer Musik begeistert und bereichert hat. Leonie, wir haben hinter uns jetzt ein ganz großes Instrument stehen. Vielleicht würdest du unseren Zuschauern mal kurz erzählen, was das ist und wie du dazu gekommen bist. Das ist ein Marimbaphon. Das ist quasi wie ein Xylophon, nur größer. Und dazu gekommen bin ich, ich habe mit 6 Jahren angefangen mit klassischem Schlagzeugunterricht. Das heißt eben das normale Schlagzeug, das klassische, was man kennt, kleine Trommel, aber eben auch Xylophon, Marimbaphon, das gehörte eben alles dazu und so kam ich eben auch dazu. Und jetzt haben wir neben uns noch jemanden stehen, das ist dein Vater, herzlich willkommen. Wie ist es denn so, mit Ihrer Tochter durch die Lande zu reisen? Da kann man ja mächtig stolz sein. Was steht denn so an Highlights an für das neue Jahr 2018? Ja, für das neue Jahr 2018 ist primär jetzt erstmal wieder ein Wettbewerb Jugend musiziert angesagt, wo unsere Tochter als Percussion Ensemble teilnehmen wird, beziehungsweise als Teil eines Percussion Ensembles. Und ja, dann diverse Konzerte und Konzertreisen mit dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz, als auch mit dem Landesjugendorchester des Saarlandes. In beiden ist er eben halt auch zugegen. Das sind im Moment so die Schwerpunkte, die musikalischen Schwerpunkte für dieses Jahr. Wir haben eben auch schon gehört, dass du schon auf Landesebene viele Preise gewonnen hast. Und wir gratulieren dir ganz herzlich noch dazu. Und wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie und besonders dir für die anstehenden Konzerte und Veranstaltungen alles Gute für das Jahr 2018. Dankeschön. Bitte. Liebe Zuschauer, neben mir steht jetzt Herr Professor Dr. Simon. Er ist Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung der Stadt Wittlich. Herr Simon, wenn wir mal zurückschauen auf unsere Stadt Wittlich und das Jahr 2017, was waren denn da für Sie die Highlights, die besonderen Momente, die wir nicht vergessen dürfen? 2017 war ein sehr gutes Jahr für Wittlich. Wirtschaftlich sehe ich als Highlight das neue Werk von Benninghofen, das ist eine Investition von 130 Millionen. Das ist nationaler Maßstab und natürlich eine Auszeichnung für diesen Standort. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig Wittlich ist, besonders als Standort, auch für die Zukunft. Ja, und jetzt kommt natürlich ein ganz großer Schub, wenn die Hochmoselbrücke und die durchgehende Autobahn fertig ist, dann hat Wittlich eine Verkehrslage, die einmalig ist in Europa, sodass man erwarten kann, dass sich weitere Firmen hier ansiedeln, sowohl in der Industrie, vor allem aber auch in Logistik und Handel. Was würden Sie als Prognose für das neue Jahr geben? Gibt es da schon was, was man erwarten kann? Ein kleiner Tipp, ein Hinweis, etwas Neues, was Spannendes, was auf die Stadt zukommt? Für mich ist 2018 ein Jahr der Widersprüche. Unsere Wirtschaft boomt einerseits, andererseits stehen viele Risiken am Horizont. Finanzblase, möglicherweise nicht ausgestanden. Politische Risiken, Nordkorea, Trump, Brexit. Und diese Situation wird sich auch auf Wittlich auswirken. Die Stadt muss sicherlich noch viel mehr tun, die Innenstadt wieder zu beleben. Das wird sehr schwierig. Während wir am Stadtrand eine Boomphase haben, gerade hat ja Roller neu eröffnet, das ehemalige Kasernengelände. Da gibt es nur noch Staus, so viel Verkehr ist dort. Ich bin also für Wittlich insgesamt sehr optimistisch, ganz im Gegensatz zu einigen Dörfern, die abgeschnitten sind und abgelegen. Wir haben also eine sehr differenzierte Entwicklung in unserer Region und Wittlich ist dabei Profiteur dieser Entwicklung.
Das hört sich gut an. Hoffen wir, dass alles gut funktioniert, dass wir positiv in das Jahr 2018 schauen können. Und ich denke, die Stadt Wittlich kann sich sehr begeistern, sehr davon profitieren, dass wir Sie als Kuratoriumsvorsitzenden bei uns haben und immer mit guten Ratschlägen wirtschaftlich und auch für die Stadt immer dabei sind. Und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Gerne, bitteschön. Danke. Neben mir ist nun der erste Beigeordnete der Stadt Wittlich, Herr Albert Klein. Guten Morgen und erstmal alles Gute im neuen Jahr. Danke gleichfalls, auch Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Dankeschön. Wenn wir mal zusammen nun auf das Jahr 2017 und unsere Stadt Wittlich schauen, was waren denn da die besonderen Momente für Sie? Was ist Schönes in der Stadt passiert? Also für mich persönlich, der schönste Moment liegt noch gar nicht so lange zurück, war der, dass ich auf Einladung von Pastor Komes in der Christmette in der Bernhardskirche das Weihnachtsevangelium, wie Jesus auf der Welt gekommen ist, auf Wittlicher Platt vorlesen durfte. Aber das war jetzt nur eine Kleinigkeit gegenüber der riesigen Entwicklung, die die Stadt Wittlich insgesamt wieder genommen hat im vergangenen Jahr. Der Bürgermeister hat es in seiner Neujahrsansprache ja auch nochmal erwähnt. Die Grundsteinlegung von Benninghofen zu einem riesigen, dem modernsten Werk für Asphaltmischanlagen, das uns 1000 Arbeitsplätze bringt, und weitere Arbeitsplätze in größerem Umfang werden entstehen durch die Investition von Dr. Oetker, sodass wir hier in Wittlich auch einen Bevölkerungszuwachs erwarten. Wir hatten noch im vergangenen Jahr wieder einen Bevölkerungszuwachs und wir müssen also sehr viel Anstrengung daran setzen, auch für die Menschen, die doch in den Betrieben arbeiten, auch hier angenehmes Wohnen zu ermöglichen. Jetzt haben Sie uns ja schon einen kleinen Ausblick verraten auf das Jahr 2018, die Fertigstellung des Werks von Benninghofen und der damit verbundene Wirtschaftsschwung, der dann hoffentlich auf die Stadt auch zukommen wird, wie erwartet. Dann können wir nun optimistisch ins Jahr schauen, oder? Ja, also ich denke auch, Wittlich ist gut aufgestellt für das kommende Jahr. Die Entwicklung wird weitergehen, die Innenstadtentwicklung wird sich auch positiv weiterentwickeln. Auch da, wenn man ja durch die Stadt geht, sieht man die Baukräne stehen. Es gibt also Investoren, die auf die Innenstadt setzen, die ihr Geld in der Kernstadt lassen, dort Wohnungen, Geschäftsräume bauen, sodass also auch die Innenstadt sich erneuern, stabilisieren und weiterhin positiv entwickeln wird und zusätzliche Bewohner anlocken wird. Vielen Dank, Herr Klein, für die kleine Zusammenfassung aus dem letzten Jahr und einen Vorausblick auf das neue Jahr, auf das kommende spannende neue Jahr. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr und vielleicht sehen wir Sie dann nächstes Jahr wieder in der Bernhardskirche auf Wittlicher Platz das Evangelium vorlesen. Und vielen Dank und alles Gute. Ich bedanke mich und wünsche auch dem offenen Kanal guten Erfolg. Vielen Dank. Im neuen Jahr. Dankeschön, danke. Neben mir steht nun der stellvertretende Wehrleiter unserer Feuerwehr Wittlich, Herr Schmidt. Herzlich willkommen und Prost Neuer erstmal. Ja, auch für Sie frohes neues Jahr und alles Gute. Vielen Dank. Vielleicht können wir mit Ihnen mal so einen kleinen Rückblick machen. Was ist alles im Jahr 2017 in der Feuerwehr passiert? Was gab es dort an besonderen Sachen? Wir haben gehört, es gab auch die Wehrleiterwahlen. Das ist richtig. Als erstes muss man mal feststellen, dass wir 2017 ein sehr einsatzintensives Jahr hatten. Also es waren insgesamt 242 Feuerwehreinsätze in Wittlich von der Feuerwehr zu bewältigen und das alles ehrenamtlich. Und das auch, obwohl keine großen Umwettereinsätze dazu kamen. Ja, wenn wir uns an 2016 erinnern, da hatten wir ähnlich hohe Zahlen. Das war aber dann auch dieser Hochwassergeschichte geschuldet mit den Starkregenereignissen. Und davon sind wir ja eigentlich 2017 verschont geblieben. Und trotzdem hatten wir eine Zunahme unserer Feuerwehreinsätze zu verzeichnen, sodass wir halt eben über 240 Feuerwehreinsätze hatten. Woran lag es? Was war diese hohe Anzahl der Einsätze? Ja, das können wir eigentlich so in den letzten Jahren schon feststellen, dass die Hilfersuchen, die an die Feuerwehr herangetragen werden, immer zunehmen. Unter anderem sind da auch ein leidiges Thema für die Feuerwehr, die automatischen Brandmeldeanlagen mit dabei. Ja, die Betriebe, die sich in Wittlich ansiedeln, auf der einen Seite natürlich gut für den Standort Wittlich, auf der anderen Seite kriegen die halt eben viele zur Auflage gemacht, eine Brandmeldeanlage einzubauen. Und da kommt es des Öfteren schon mal zu Fehlalarmierungen. Und das ist natürlich eine hohe Zahl. Ich schätze mal, ohne es jetzt genau wissen zu können, dass wir ungefähr bei 35 Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen liegen. Ne? Das ist auf der einen Seite ein Ärgernis für
für die Feuerwehrleute selber. Ja, wir können es ja nicht von vornherein ausschließen, dass es nicht auch einen ernsthaften Hintergrund hat. Auch die Einsätze haben wir ja, dass wir durch den frühzeitigen Alarm der Brandmeldeanlage auf ein tatsächlich Schadensereignis hingewiesen werden. Aber es ist natürlich einfacher für die Kollegen, die zurück in den Betrieb müssen und der Meister oder der Chef fragt, hör mal, wo war es denn wieder? Und man sagt, ja, da hat ein Zimmer gebrannt und wir waren auf der Autobahn im Einsatz, als dass man zweimal, dreimal die Woche sagen muss, das war ein Fehlalarm durch eine Brandmeldeanlage. Ne? Dann wäre das ja schon mal was wir der Feuerwehr wirklich für 2018 wünschen könnten. Hoffentlich weniger Fehleinsätze durch die Feueranlagen. Was steht denn im Jahr 2018 an? Also als erstes muss man noch erwähnen, dass wir 2017 ja auch wieder Wehrleiterwahlen hatten. Der Amtsinhaber, der Christian Vollmer, ist nochmal für 10 Jahre wiedergewählt worden, sodass wir da auch solide weiterarbeiten können in der Wehrleitung. Es gab einen neuen stellvertretenden Wehrleiter, der gewählt wurde, das ist der Kollege Stefan Monzel. Und das sind jetzt Dinge, die sind so Mitte, Ende letzten Jahres passiert. Da müssen wir jetzt uns neu strukturieren teilweise und es geht immer weiter. Ja. Der erste Einsatz für 2018 war auch schon gewesen. Ja, wir waren heute Morgen schon in der Breslauer Straße unterwegs wegen angebranntem Essen. Und von daher, wir nehmen es, wie es kommt und machen das Beste draus. Ich denke, wir können an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Feuerwehr der Stadt Wittlich sagen. Danke, dass Sie da sind, dass Sie helfen, auch wenn viele Fehleinsätze dabei sind, aber ihr seid immer an Ort und Stelle. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, Ihnen persönlich oder auch der ganzen Team, der ganzen Feuerwehr, der ganzen Jugendfeuerwehr, die dahinter auch steht und ein gutes Jahr 2018. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich und kann die guten Wünsche natürlich nur zurückgeben. Wünsche Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Neben mir steht nun der Herr Cimcek. Er ist zuständig bei uns in der Stadt Wittlich als Integrationsbeauftragter. Er ist auch in der Flüchtlingshilfe sehr tätig. Herr Cimcek, vielleicht können Sie unseren Zuschauern einfach mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen und wo Sie helfen. Also mein Name ist Herr Cimcek und zuerst, ich bin Stadtratsmitglied in Stadt Wittlich. Und ich bin Mitglied von der Migrationsbeirat Landkreis Bernkastel-Wittlich. Früher war ich auch 15 Jahre Migrationsbeirat zusammengearbeitet. Und ich bin in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich zuständig. Ich bin Flüchtlingsbegleiter für Stadt Wittlich. Wir haben damals also 3 Monate Seminar teilgenommen wegen unserer Flüchtlingen. Wie kann man begleiten, wie kann man Probleme, eine Lösung finden, wie kann man also hilfsbereit werden, wie kann man also Hilfe beibringen. So ist das. Nun schauen wir auf ein bewegtes Jahr 2017 zurück, gerade besonders auch auf die Flüchtlingskrise. Was waren denn die schönen Momente, wo Sie begleiten konnten im letzten Jahr? Also 2017, also von 2015 bis 2017, unsere Stadt Wittlich und Bürgermeister Rodenkirch hat ja gute Maßnahmen gehabt und alle Flüchtlinge, was sie brauchen, Wohnung Beispiel oder die Erziehungssachen, alle haben wir bis jetzt geschafft. Ich bin sehr dankbar für unsere Stadt Wittlich. Jetzt kommt das neue Jahr. Was stehen da für Projekte an? Ist da schon etwas geplant? Also ich bin auch also Integrationskurs zuständig ist wegen der ausländischen Sprache, also Deutschkurs A1, A2 und geht da weiter. Und viele Integration zuständige Personen haben wir zusammengearbeitet und viele Flüchtlinge hat mir gemeldet, wie kann man Deutsch zu lernen. Also Sprache ist ja ein Schlüssel für die Integration. Ohne Sprache, das geht nicht. Also aus diesem Grund, dass die Sprache ist, Deutschkenntnis ist sehr, sehr wichtig. Muss es also Deutsch zu lernen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Cimcek. Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2018 und auf eine gute Zusammenarbeit mit allen, denen Sie helfen. Ich freue mich also auch, Sie kennengelernt mit dem, beim offenen Kanal. Wir sind aber zusammen immer. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute im neuen Jahr. Besonders gutes neues Jahr. Zukunft, ich hoffe, dass also Gerechtigkeit und Menschlichkeit hilfsbereit werden für uns 2010. Das wünschen wir uns. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich habe neben mir nun den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Mittelmosel, der Herr Schermann. Alles Gute erstmal im neuen Jahr, Herr Schermann.
Ja, auch Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Wenn man mal so ein bisschen im Finanzjargon spricht, könnten Sie für uns mal eine Bilanz ziehen vom Jahr 2017? Ja, das Jahr 2017 war insgesamt wirtschaftlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Wirtschaft hat gut zu tun. Wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Den Betrieben geht es gut. Das einzige Problem, was ich zurzeit sehe, es gibt tatsächlich einen ziemlich großen Fachkräftemangel. Viele Betriebe, Handwerksbetriebe suchen händeringend Leute. Aber das sind im Grunde genommen Luxusprobleme. Wir haben eine sehr gute Basis und der Region geht es gut und damit auch den Menschen geht es auch sehr gut. Und wenn Sie mal eine Prognose machen würden für 2018, wie sieht es damit aus? Könnten wir das Problem dann lösen? Welche Projekte stehen an? Ist irgendwas Besonderes geplant? Na, ich denke, insgesamt steht die Wirtschaft, das hat auch der Bürgermeister eben gesagt, vor großen Herausforderungen. Stichwort Digitalisierung und Veränderung der gesellschaftlichen Erwartungen. Stichwort Innenstadt, Internet und dergleichen. Also die Herausforderungen sind da. Ich glaube aber, die Wirtschaft ist insgesamt gut aufgestellt. Und wir haben sehr gute Unternehmen, die sicher auch so in die Zukunft schauen, dass sie diese Herausforderungen bewältigen werden. Wir als Sparkasse sind auch guter Dinge. Zwar leiden wir unter den niedrigen Zinsen. Es gibt ja kaum noch Zinsen, das macht uns zu schaffen. Aber man kann es auf einen Nenner bringen. Wenn es der Wirtschaft gut geht und den Menschen gut geht, geht es der Sparkasse auch gut. Insofern geht es uns auch gut. Das hört sich wunderbar an. Vielen Dank, Herr Schermann, für diese Prognose fürs neue Jahr. Und dann schauen wir positiv rein, auch mit der Sparkasse. Und ich sage Ihnen vielen Dank und wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Jahr 2018. Ja, auch Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Und ja, danke auch für die gute Zusammenarbeit. Danke. Vielen Dank. Ich denke, diese Person, die jetzt neben mir steht, wird Ihnen allen schon bekannt sein. Unser Landrat, Herr Eibes, vielen Dank, dass Sie heute Morgen gekommen sind und erstmal alles Gute im neuen Jahr. Herzlichen Dank, danke gleichfalls. Ziehen wir mal Bilanz vom Jahr 2017. Was ist dort alles passiert? Was gab es an schönen Momenten, die Sie gerne unseren Zuschauern erzählen möchten? Gut, ich denke, dass wir von der Kreisseite her, vom Landkreis her vieles erreichen konnten für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ein ganz entscheidender Schritt, da redet ja heute alle Welt drüber, ist natürlich das Thema Digitalisierung und Internetanbindung. Das haben wir auf den Weg bringen können. Allerdings jetzt in dem Übergang schon wieder ins neue Jahr. Das heißt Startpunkt in 2017, Umsetzung allerdings dann in 2018, 2019. Aber die Gewissheit, dass wir es erreichen werden, ist ganz, ganz wichtig. Dann darüber hinaus auch ein Dauerthema, Investitionen in unsere Bildung. Das heißt, dass wir unsere Schulgebäude auf den neuesten Stand bringen, die Ausstattung auf den neuesten Stand bringen und so ja, in die Zukunft investieren. Das heißt, unseren Kindern die Basis dafür zur Verfügung stellen, dass sie ja, einen guten Start ins Leben in der Schule vollziehen können und dass die Lehrerinnen und Lehrer ihnen das entsprechend auch beibringen können, wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Und ansonsten natürlich, ja, dass es uns auch gelungen ist bei unserem Landkreis, was ich auch für die Zukunft als wichtiges Thema ansehe, das Thema Integration, die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns gekommen sind. Mittlerweile ist nicht mehr das Thema, Wohnungen zu finden, sondern sie zu integrieren, Sprache zu lernen, in die Arbeit zu integrieren. Und das wird uns auch im laufenden Jahr 2018 sehr stark beschäftigen. Und für mich persönlich auch ein wichtiger Aspekt, dass es uns endlich gelungen ist, dass wir mit dem Windkraftprojekt dann auf kommunaler Seite, mit der kommunalen Familie, den Startpunkt setzen konnten und mittlerweile ja mit dem Bau beginnen konnten. Das sind so Dinge, die mir spontan einfallen. Ansonsten ja, Begegnungen mit vielen, vielen Menschen im Jahr 2017, mit vielen engagierten Menschen. Da kann ich Bürgermeister Rodenkirch heute Morgen nur bestätigen. Das tut einfach gut zu sehen, dass so viele Menschen ehrenamtlich unterwegs sind. Und das trägt auch dazu bei, dass unsere Gesellschaft nach wie vor ja ein gutes Fundament hat und wir darauf bauen können. Und deswegen ich auch überhaupt keine Angst habe, dass wir positiv in die Zukunft blicken können. Und dass ja auch in unseren Dörfern das Leben positiv weitergehen wird. Das hört sich ja schon toll an. Jetzt haben wir auch schon viele Highlights von Ihnen gehört und Projekte, die im Jahr 2018 anstehen werden. Was wird denn davon Ihr persönliches Highlight sein? Ja, Highlight wird für mich tatsächlich sein, diese Internetanbindung. Und was ich auch als ganz wichtig ansehe, dass wir die Zusammenarbeit in der kommunalen Familie stärken. Für mich natürlich auch ein wichtiger Aspekt in 2018 ist die Tatsache, dass meine Wiederwahl ansteht im November, ist noch ein bisschen hin. Aber das wird für mich natürlich ein wichtiger Punkt sein, denn es ist natürlich ein weiterer Schritt auch in meinem Leben,
jetzt nochmal in die Wahl zu gehen. Es wird ja dann, denke ich mal, das letzte Mal sein, dass ich mich einer Wahl werde stellen müssen und dürfen. Ja, das ist sicherlich für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde darauf hinarbeiten, dass ich noch weiterhin 8 Jahre lang für diesen Landkreis als Landrat dienen darf. Vielen Dank für das schöne Interview und eine Zusammenfassung, was alles 2017 in unserem Land passiert ist und was im neuen Jahr jetzt auch noch an Projekten ansteht. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Landratswahl und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr hier genau wieder. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Und alles Gute natürlich noch den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis für das Jahr 2018. Da werden Sie sich freuen. Vielen, vielen Dank. Danke.